Okay. Sind wir dann gleich live? Okay. Da guckt man dann immer so am Anfang ein bisschen blöd, bis man dann tatsächlich online ist. Glaube, wir sind live. Ja, schon? Ja, Okay. ich Gut. glaube, es geht so schnell. Jetzt schauen wir Cool. mal am Handy, wer vielleicht so alles noch dabei ist, weil die Susi und ich, wir reden jetzt gerade einfach nur über das Göttliche, über wer, wie, was das Göttliche auch wirklich ist und was es denn mit uns zu tun hat und wieso wir überhaupt darüber reden müssen. Jetzt schaue ich ganz kurz, ob ich uns sehe. Du, 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 du. Ja. Ja, wir sind da. Hallo, ihr drei. Wir sind hier gerade live und sprechen über das Göttliche. Und zwar, weil wir gestern eine coole Session hatten, die Susi und ich, und den Unterschied herausgefunden haben zwischen Menschenkacke und göttlicher Scheiße. Das klingt ein bisschen krass, ja. Aber wir als Menschen, wir sind wirklich nicht nur mit gut riechenden Informationen versorgt worden. Ja. Und Stimmt. eines von dieser Menschenkacke ist eigentlich, dass vielleicht tut es mit euch auch resonieren, ein Programm von Hass und Ablehnung. Und da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass dieses Gefühl, wenn du es nicht Programm nennen möchtest, aber dieses Gefühl, dieses innere Gefühl von Hass und Ablehnung, dass einem das entgegenkommt im Außen. Wer kennt es? Wir zwei kennen es gut. Und wir haben es gestern aufgedröselt, was es mit einem macht, dieses Gefühl. Magst du mal erzählen, was es für dich so der Aha-Moment war, wo wir gesehen haben, wow, Hass und Ablehnung kontrolliert mich tatsächlich. Naja, bei mir. Ja, Ja? bei mir ist das, ja, das zieht sich durch mein Leben. Ich hab als Kind, glaube ich, einfach auch viele, viele Sachen erlebt, wo ich in meinem kindlichen Verstand es so interpretiert habe, ich werde abgelehnt. Oder ich werde sogar, naja, das ist immer so eine Sache, aber ich werde auf jeden Fall abgelehnt. Und so wie ich bin. Und dann habe ich mir Strategien überlegt und ja. Und bin seither, glaube ich, und jetzt erst in den letzten Jahren habe ich es mal so ein bisschen kapiert, seither bin ich auf der Suche, dass ich von außen gespiegelt kriege, dass ich nicht abgelehnt werde. Ich muss es von außen haben, dass mir jemand sagt, du bist gut. Habe das nie richtig gelernt, wahrscheinlich wie tausende andere auch. Ich bin diejenige, die sich nicht ablehnen sollte, sondern und dann das schöne Gegenteil, wie hast du das formuliert gehabt? Liebe. Liebe, Liebe und Annahme ist es. Und wenn ich es nicht in meinem Herzen selber habe, werde ich es im Draußen nicht finden. Ne? Genau, und das mit dem Hass, das ist ein bisschen krass, ja, wie du auch sagst. Aber vielleicht weißt du es auch noch, wenn jemand so richtig wütend wird und du bist zufällig im Weg. Ja, genau. Wenn der Ja. richtig wütend wird, und plötzlich du den ganzen Hass und die ganze Ablehnung dieser Person oder dieser Situation abkriegst. Ja. Und das sind so Situationen, hallo ihr Lieben, im Leben, die wir alle schon erlebt haben. Und einfach nur mal dorthin zu schauen und anzuerkennen, dass das tiefe, tiefe Verletzungen hinterlässt. Ja. Ja, und die sind so tief, dass man sie zuerst eigentlich gar nicht so erkennt, weil man hat sie wahrscheinlich auch auf irgendwelche Ebenen gedrückt, die gern mal sich äußern, wie bei mir auch mit körperlichen Symptomen, ne? Wo dann irgendein Arzt sagt, ja, sie stehen halt unter Stress, dann denke ich, ja, ich stehe unter Stress, aber nicht in diesem herkömmlichen Sinn, sondern dass eben diese Selbstprogrammierung oder diese Fremdprogrammierung auf dieses Abgelehntsein, das hat man so weit runtergedrückt in ja, Körpersymptomen. Absolut. Da bin ich ganz fest davon überzeugt, dass wenn ich das eine heile, das andere mitheilt. Das Also ist ich bin auch ganz, ganz überzeugt davon, dass meine letztendlich schreckliche Schmerzens- und gelähmt sein, schmerzlich gelähmt sein, nicht bewegen können, Odyssee, ja. auch damit zu tun hat,
weil du irgendwann mal zugedonnert wirst. Ja. Weil das Gesetz der Anziehung, das führt ja auch dazu, wenn du diese Energie in dir hast, diesen Magnetismus, dass du immer mehr ablehnende und bösartige Erfahrungen machst. Ja? Das ist ja das Üble. Und irgendwann mal bist du so voll, dass du dich eben körperlich gar nicht mehr wirklich frei bewegen kannst. Ja. Bei dir war das ja im Nacken auch immer, gell? Also ja, ich habe immer wieder Probleme gehabt mit dem Nacken, also auch mit dem Rücken insgesamt, aber der Nacken war immer so das Hauptdings. Und ja, ich meine, natürlich. Ja, weißt du auch, und du, dass du nicht, erst nicht wolltest so weit Auto fahren? Ja, genau. Das war genau. Ja auch alles so. Ja, natürlich. Alles eingeschränkend, oder? Alles ganz eng und bloß nicht. Und ja, und auch Selbstermächtigung fällt dann ziemlich hinten runter. Ich meine, das sind ja alles diese Dinge, die dann mit körperlichen Sachen da einhergehen, wenn das eine hat, wenn sie so weit gegangen ist, dass der Körper schon die Auswirkungen spüren muss, genau. Ja, oder auch so kleine Geschichten, weißt du, dass man sich nicht zeigen traut, dass man sich nicht reden traut, dass man seine Meinung nicht sagen traut, dass man keine Grenzen hat, keine Spielregeln setzt. All diese Geschichten trägt es ja nachher mit sich, wenn man das ja alles nur macht, weil man glaubt, wenn ich doch diese ganze Latte irgendwann mal bediene, dann werde ich angenommen statt abgelehnt und dann werde ich geliebt. Das ist wahr. Dann sind wir in einem riesen Bedingungswust gefangen und Freiheit weit gefehlt. Ja, von Freiheit ganz weit weg und komischerweise, zumindest in mir und wahrscheinlich auch in vielen anderen, ist genau Freiheit das, was ich ja suche, ne? Ich suche Freiheit und komme nicht hin, weil in mir selber dieser Magnet sitzt, der Unfreiheit. Ich mache das. Also davon bin ich ja überzeugt. Wir machen alles. Eben, ich bin ja überzeugt, dass das meine Welt ist, die ich hier erschaffe. Ganz klar, auch jetzt, selbst diese Situation hat mit mir zu tun, dass die so entstanden ist. Ja, und da kommt ja jetzt auch das Divine Healing, die Divine Power ins Spiel, weil einen Satz noch vorher sagen. Wenn ich davon ausgehe, es gibt eine Kraft da draußen, das muss ich natürlich schon auch noch machen. Also das muss ich auch. Du musst einfach wissen, dass da ja irgendwas ist, was die ganze Sache letztendlich wirklich in Entstehung bringt. Ja, und was du eben auch sehr oft schon gesagt hast in deinen ganzen Sachen, wenn ich diese Selbstliebe habe, ne? Also dieses Schwämmchen und diesen Magnet der Ablehnung, kapiere, nein, ich strahle das nicht mehr aus, ich bin jetzt Liebe oder ich werde geliebt, dann muss ich mir ja beantworten, von wem werde ich denn geliebt? Ja, genau. Und dann komme ich auf eben auch unter anderem, natürlich Selbstliebe, ist klar, aber was ist denn Selbstliebe und wer oder was ist denn mein Selbst? Und dann komme ich ja erstmal auf Divine oder auf das Göttliche, weil weil ich ja eben vielleicht doch nicht nur das kleine Menschlein bin. Und ich glaube schon, dass viele spüren, nee, da steckt was dahinter. Es gibt eine Kraft. Es gibt eine Kraft in mir und es gibt eine Kraft, die alles zusammenhält. Also die Kugeln, die wir Planeten nennen, die fliegen nicht nur einfach so zufällig mal in einer bestimmten Reihenfolge darum. Ja, und das Herzlein von jedem Menschlein. So ist es. Genau. Und dass wir halt begreifen, dass diese Kraft, diese göttliche Kraft tatsächlich die beste Idee hat für unser Menschsein. Ja, genau. Also wenn ich all diese Dinge verinnerlichen kann und mich dann noch, und das ist jetzt der Witz beim Divine Healing, mich verbinde mit dieser Kraft, dann kann alles wieder so sein, wie es mal gedacht war. Göttliche Ordnung. Ursprünglich. Und nicht, was ich gelernt habe und angewendet habe und mit meinem ganzen Hass und Ablehnungsgedöns und Menschenkacke und was, wie man das jetzt alle genannt haben, sondern dann bin ich wieder und dann kann ich auch sagen, das ist diese Selbstliebe. Das ist die Selbstliebe, wo die Heilung steckt. Und die keine Bedingung hat. Ja. Die einfach da ist, weil sie da ist. Und die ist da, weil wir da sind, weil du da bist, weil ich da bin. Und
Was hast du vorher gesagt? In welchem Psalm steht es? Ich weiß leider die Nummer nicht, aber das ist ein Psalm, das Credo kennt jede. Das heißt, in den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Ja, genau. Vor allem in Schwabenland ist es doch so. Ja. Ein aktives Credo, gell? Und alle sind eigentlich aufs Schaffe, Schaffe, Häusle bauen programmiert, oder? Genau. Und da sind wir auch wieder. Die Programmierung Schaffe, Schaffe, Häusle bauen und du bist nicht von den Seinen und deswegen gibt das dir halt nicht im Schlaf. Und deswegen musst du Schaffe, Schaffe, Häusle bauen. So ist es, genau. Weil den Seinen gibt es ja im Schlaf. Ja, so steht es in der Bibel. Ja. Genau. Und wer aber die Seinen sind, das beantwortet dann auch keiner mehr, weil es ja sonst nicht mehr funktioniert, ja? Naja gut, ich denke, gemeint, also ich habe das immer so interpretiert, die Seinen sind die, die das glauben wollen. Oder die einfach ganz lieb und anständig sind, die das alles richtig machen. Aber jetzt mittlerweile habe ich einfach jetzt für mich das Gefühl entwickelt, ich möchte es glauben und damit mache ich mich zu ihrer, zu seiner, zu ihrer, whatever. Also ich mache mich verbunden mit dieser Kraft. Genau. Ja. Und ob du jetzt zu den Seinen gehörst oder nicht, oder den ihren, das entscheidest du. Und das in dem Moment entscheidest du einfach, ob du annimmst, dass du 100% Mensch bist und Fleisch und Haut und Knochen. Ja. Oder ob du wirklich dich als spirituelles Wesen, also spirituell ist für mich göttlich, das ist für mich einfach die höchste Energie. Und als spirituelles Wesen sehe, der menschliche Erfahrungen oder die hier menschliche Erfahrung macht. Darum geht es eigentlich. Ja, ich meine, alles Dinge, die... Verstehen, was die menschliche Erfahrung heißt, ist ja auch noch interessant, weil viele sagen, ja, ich bin ein spirituelles Wesen, um menschliche Erfahrung zu machen. Ja, okay. Und jetzt, was heißt's? Ja, was heißt das eigentlich, genau. Ja gut, ich meine, das ist natürlich eine Sache, das muss man sich auch erstmal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das muss man sich ja auch erstmal richtig setzen lassen. Das kann ich nicht so gleich am Anfang irgendeiner Beschäftigung damit beantworten. Also ich nicht. Ich habe eine Weile es ist gefragt, halt wirklich so, dass ich zwei Facetten habe. Ja, genau. Eine winzig kleine, die aber so dominant ist, dass sie mir das Gefühl gibt, das sei ich. Ja, genau. Und das ist diese menschliche Facette, gefüllt von menschlichen Programmen, um nicht wieder Menschenkacke zu sagen. Ja. Und mit diesem ganzen menschlichen Programm und diesem ganzen Gedöns und den ganzen Bedingungen und den ganzen Regeln und so weiter und so fort, die mich dann berechtigen, Mensch zu sein. Ja. Und je nachdem, in welcher Gesellschaft oder in welcher Kultur ich lebe, ist es ja noch individuell ausgestattet. Auf jeden Fall geht es darum, dass ich mich brav daran halte. So. Ja. Ja. Aber dann gibt es noch diesen großen, großen, unsterblichen, nicht physikalischen Teil von mir und von allen, der irgendwann mal in einer göttlichen, perfekten, liebenden Idee gestartet ist. Ja. Und diese Idee von mir existiert auch noch. Die ist wunderbar. Ich muss gar nichts machen, eben im Schlaf. Ja. Ich muss nur kapieren, dass ich diese Idee habe und mich mit ihr verbinden darf. Ja, das ist die große Aufgabe. Und das ist die große Aufgabe. Aber wenn ich natürlich so ein Menschenprogramm habe wie Achtung, es droht mir Wut, Hass und Ablehnung, sage ich mal, wenn ich diese ganzen Anforderungen hier nicht erfülle, ja, wenn ich dieses Programm habe, dann bin ich ja quasi konträr energetisch geladen und zwar mit Angst, Angst vor Ablehnung, Angst vor Hass, Angst vor Wut, ja, dann ist das meine Energie und die verbindet mich nicht mit meiner göttlichen Seite. Weil die göttliche Seite ist ja wie ein Pluspol dann im Vergleich zu diesem Minuspol von Angst vor... Kommst gar nicht hin, es geht nicht, das ist ein Gesetz. Ist, es ist gegen magnetisch, oder? Ja. Und jetzt kann ich natürlich, wie auch die Esther Hicks auch sagt, ich kann sagen, hey, Göttliches, veränder dich, veränder deine Energie, damit ich magnetisch mit dir sein kann. Ja. Aber das wird nicht passieren. Nein. Sondern ich muss meine Energie erhöhen,
befreien auch sozusagen von diesen ganzen tiefen Vorstellungen und Ängsten und Blockaden, um dann hinterher diesen Match zu machen. Und dann kriege ich diesen Match hin und ich bin die ganze Zeit beschäftigt, hin und her zu matchen, oder? Ja, ja. Den ganzen Tag. Die Schwingung ist also auf deiner Seite, deine Schwingung praktisch zu erhöhen. Das ist dein Job. Mein Job. Und das heißt ja nicht, dass du es 1000%ig machen musst. Ich denke, es reicht immer wieder für kleine Momente. Dann spürst du es. Also das ist so der Lernschritt für mich, dass ich es immer wieder, wenn ich mit dir arbeite oder wenn ich mit mir selber arbeite oder in die Meditation gehe oder mit anderen arbeite, genau, mittlerweile ja auch manchmal schon mit anderen arbeite, dass ich dann denke, das fühlt sich so gut an, da möchte ich ja auch hin. So möchte ich mich oft fühlen, sagen wir es mal so. Und dann, ja genau, und dann kommt dieser Moment auch bei mir, wo ich dann denke, dann kommt die Heilung, wenn ich mich wirklich da rein entspannen kann. Für mich und für die Menschen, die mit mir zu tun haben. Ja, die Menschen. Genau. Und das Divine Healing ist halt so toll, weil es genau diese Verbindung herstellt, weil es so ein einfaches Tool ist. Und dieses Tool ist ja nicht, dass es nicht sonst auch verfügbar ist, sondern es ist einfach, wir brauchen etwas, was unser Gehirn, unser Verstand akzeptiert. Wir müssen uns dahin führen lassen, weil wir ja so lange in die Trennung geführt worden sind, ja, dass es für uns halt nicht das Selbstverständlichste ist. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, einfach diese Göttlichkeit wieder losgelöst von Religion und Kirche anzuerkennen. Und ich bin alles andere wie religiös oder bibelfest oder sonst irgendwas. Ja, genau, das ist bei mir ganz gleich, da haben wir uns gefunden. Also ich habe natürlich schon, bin natürlich schon gestartet als Christin, weil man in unserem Land eben so startet. Aber das legt man ja dann ab. Ich hab mich dann in der Zwischenzeit zum Beispiel auch viel mit Schamanismus beschäftigt, habe da mal so was gemacht wie eine Ausbildung. Und das hat mich schon irgendwie, dieses Divine Healing hat mich schon auch erinnert an diese Uridee des Menschen. Das ist ja uralt, Schamanismus. Da wird es ja auch schon gemacht. Also das waren dann die Auserwählten, die konnten sprechen mit den Göttern, mit der anderen Welt. Also im Grunde ist das nicht so unterschiedlich, nur dass jetzt, wo wir jetzt im Wassermann-Zeitalter sind, hat der Mensch so langsam kapiert, jeder und jede kann sich verbinden mit ihrer Herkunft. Und das ist doch, das finde ich, das auch das Entscheidende daran. Und wenn ich es tue, finde ich auch einen tollen Satz, ich weiß nicht, wie du darüber denkst, wenn ich es für mich tue, öffne ich den Weg für andere, es auch zu tun. Jedes Mal. Energetisch einfach, meine ich jetzt. Ja. Jedes Mal. Ja. Weil du brutterst jedes Mal, wenn du, sag ich mal, diese göttliche Energie, diese liebende und eben nicht bedingungslos, deswegen passt das Wort Liebe nicht so, sondern Wahrheit und Harmonie runterlädst und in unser Kollektiv reinspülst, ja. Dann wird einfach irgendwann mal ein Übergewicht von Wahrheit und Harmonie in dem Kollektiv herrscht. Ja, genau. Und deswegen sind wir ja halt einfach hier auch angetreten, genau, um darüber mal zu sprechen, um diese einfache Modalität, die sag ich mal, die ich zusammengestellt habe aus zig verschiedenen Modalitäten, dass die für mich, sage ich jetzt mal, Sinn gemacht haben, für meinen Verstand. Ja. Und deswegen spreche ich wahrscheinlich viele Analytiker jetzt auch an, so wie dich, die einfach, der Verstand muss dabei sein. Wenn der Verstand es nicht kapiert, wenn da keine Logik dahinter ist, keine Systematik, dann sagt der Verstand, was willst denn du von mir? Genau. Ja, das ist eben das Schöne an dieser Methode, ich nenne es jetzt mal Methode, ist ja nicht wirklich so richtig, also ist egal, also das Divine Healing, ein Ablauf, genau, das ist ja das Tolle daran, dass du den Weg dahin finden kannst und deinen Verstand eben mit an Bord nimmst und auch diese Erklärung eben, ich mache das für mich und für die anderen und mein Verstand ist da ganz gut damit zufrieden. Und die Maria hat mir da letzt noch eine ganz tolle Erklärung geschickt,
wo sie das einfach abgegrenzt hat, ja, wieso nicht irgendwelche andere Methodik, wieso nicht Meditation, sondern wieso Divine Healing, sie hat ja hier auch in der Gruppe ein Video gemacht, wo sie ihren Daumen geheilt hat und da hat sie mir danach noch eine Sprachnachricht geschickt, da muss ich fragen, ob ich die veröffentlichen darf, wo sie einfach gesagt, weißt du, ich habe es kapiert, der Unterschied ist, dass es nicht um mich geht. Dass ich wirklich verstehe, dass ich eigentlich gar nichts machen muss, außer mich aus dem Weg zu nehmen, um diese Wahrheit, um die Harmonie, um die Wahrheit über mich. Ja, ich meine, die Wahrheit über mich ist, oder in dem Fall die Wahrheit über Maria war, du bist göttliches Wesen, das hat sicher keinen Daumen gequetscht. Ja? Ja. Das ist auch ganz wichtig, ja. Und das ist dieses menschliche, oh mein Gott, Daumen war in der Schublade. Ja, genau. Daumen war gequetscht, shit. Aber in dem Moment rauszustehen und sagen, wo ist meine göttliche Wahrheit, wo ist meine Perfektion und dann zuzulassen, dass die göttliche Wahrheit sich niemals einen Daumen gequetscht hat und dass es dann wusch macht. Ja, und der Körper sofort folgt. Und der Körper sofort folgen kann. Ja. Und sie am nächsten Morgen aufwacht und nicht mal mehr weiß, welchen Daumen sie sich gequetscht hat. Das ist dann kommt einfach, das, was man dann als Wunder bezeichnet, fast schon. Das sind Wunder, das sind Magie, aber im Prinzip ist es eben nur ein Zurechtrücken, viele sagen auch der Matrix oder der menschlichen Erfahrung, ja. Ja. In die göttliche Perspektive. Ja. In die göttliche Harmonie und Gott. Das Göttliche ist einfach Fülle, ist einfach perfekt, ist sicher nicht verletzt und. Und ich meine, das ist schon eine große Geschichte für unseren Verstand. Absolut, natürlich, klar. Deswegen gibt es ja so viele Krücken. Ja, und auch wenn, sag ich mal, Divine Healing passiert, ohne dass du es aktiv initiierst, ja, das sind ja diese sogenannten Wunderheilungen. Du kannst es nicht machen, du kannst es nur anregen und geschehen lassen. Genau, und der Witz ist, wir vergessen das, ja. Also, ich meine, ich glaube 2015 hatte ja die Anja ihren Schlaganfall und konnte nicht gehen, als sie ins MRI reingefahren worden ist. Ja. Und als das MRI fertig war, ist die von dem Ding aufgestanden und losgelatscht. Und der Witz ist, sie vergisst es. Ja. Sie vergisst es. Ja. Ja, obwohl das die göttlichste Heilung ist und alle Ärzte nur gestarrt haben, als sie da anliefen. Ja, genau. Es ist alles möglich dadurch. Alles das ist möglich. Das sage ich mir auch ganz oft. Das muss man sich wirklich immer wieder sagen. Und es gibt nichts, was ausgeschlossen ist. Ja, auch Beziehungen zu Menschen. Ja. Die sind heilbar. Ja. Mhm. Wir können... Mhm. Alle Beziehungen zu Menschen heilen. Ja. Aber da geht es nicht darum zu sagen, ja, aber der Mensch muss das und das und das und das erfüllen, dann ist die Beziehung zu dem Menschen geheilt. Das ist ja nicht der Punkt, sondern ich muss meine Perspektive zu dem Menschen ändern. Entweder das oder es aber auch dem Göttlichen übergeben. Also das Göttliche wird dich dazu bringen, wie das geheilt wird. Ja, ich nehme halt die göttliche Perspektive an. Genau. Du musst es nicht ausdenken, wie das funktioniert. Das ist nämlich der Witz. Und ich muss es auch nicht die ganze Zeit machen, wo man einfach denkt, ja, ich habe jetzt die göttliche Perspektive dem Menschen gegenüber und der darf mir alles tun und alles machen, alles von mir verlangen. Nee. So ist es eben auch nicht gedacht. Das ist ja wieder der Verstand, der dann sagt, ja, aber wenn du jetzt die göttliche Perspektive hast, dann musst du immer lieb sein zu dieser Person. Ja. Nee, das ist ja genau dasselbe. Du tust es ja nicht. Du nimmst es ein. Und dann wird die optimale, wie auch immer, Situation hergestellt auf dieser Ebene. Und dann bist du erstmal wieder raus. Als Mensch, geh einfach auf den Weg und beharre nicht auf irgendeiner schlechten Situation. Ja, ja, genau. Ich ziehe nicht einfach den Vorteil, sondern ich steige auch hier wieder und sage, okay, jetzt waren wir da hier in einer menschlichen Situation. Ja, ja. Bitte. Genau. Regels. Ja. Aber der kann es ja nicht regeln, wenn ich die ganze Zeit noch weiter irgendwelche Aktionen treffe. Ne? Und auch den Fokus, ich meine, wenn ich nochmal Esther Hicks zitieren darf, der Fokus, den musst du einfach abziehen. Die Maria grüßt uns. Ja, Maria. Das ist gut. Hallo Maria.
Genau, der Philipp ist auch da, ich weiß nicht, ob er noch da ist. Und das ist eigentlich das, worüber wir noch kurz anregen wollten und einfach zu sagen, es ist wirklich alles möglich, egal in welche Perspektive du gehst. Und dieses Loslassen und Abtrennen von diesen alten Vorstellungen, von diesen alten sogenannten Blockaden, von diesen alten Programmen, Überzeugungen, das ist eben auch so, das können wir nicht mit Gewalt machen, sondern auch hier können wir nur in die Erlaubnis gehen und sagen, es löst ab, es wird abgelöst, weil das Göttliche braucht den Scheiß nicht. Nee, das sowieso nicht. Nee, wir müssen uns dahin bewegen und einfach die Blockaden, so ist ja auch der Ablauf so einer schönen Anwendung, die Blockaden auflösen und geschehen lassen, diese Kraft wirken lassen. Und das ist eben das, was du sofort merkst. Ich habe, bevor wir hier zusammenkamen, hatte ich ja auch eine Gewinnerin bei mir, der ich die Wine Healing geben durfte. Und das ist einfach das Allergeilste. Du bist so kurz mit einer Person zusammen und die fühlt sich vorher A und nachher fühlt sie sich göttlich. Auf jeden Fall deutlich, deutlich, deutlich göttlicher. Deutlich göttlicher. Und wie gesagt, ich will doch auch keine Wunderheilungen versprechen, weil es ja ein Prozess der Ablösung oder der Umorientierung ist und auch sein darf. Und es gibt auch ganz, ganz viele, die vielleicht Wunderheilung mal erfahren haben, kurz, ja? Ja. Und dann war es wieder weg. Ja, warum? Weil sie halt, man sagt, ja, die müssten noch was erfahren, aber im Prinzip, wir müssen nichts erfahren, wir müssen auch nichts lernen. Wir müssen einfach nur verdammt nochmal akzeptieren, dass wir göttliche Wesen sind. Genau, das hat man ja ganz am Anfang schon gesagt. Es geht nicht darum, dass du da irgendeinen Leidensweg oder was weiß ich nicht, was ewig lang durchziehen musst und dass das jetzt so dein Karma ist oder so oder deine Strafe Gottes oder weiß der Gucki was, sondern du musst tatsächlich nur bereit sein, deine göttliche Herkunft zu akzeptieren und dann zu wissen, was bedeutet es denn im Umkehrschluss? Ja, was bedeutet es im wirklichen Leben nachher? Und das dürfen wir lernen, aber auch hier geht es nicht um Strafe oder um Prügel, sondern es geht um diese Erfahrung, die das menschliche Wesen machen darf. Und wenn wir diese Erfahrung eben überhaupt nicht bewerten, dann wird es auch besser. Das ist auf jeden Fall besser, weil der Druck raus ist. Ne? Genau. Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Ja, und deswegen, also wie gesagt, ich bin Fan von Divine Healing, absolut 100%. Ja. Weil es eben nicht irgendwie verspricht Hokuspokus Energiearbeit, sondern weil es wirklich dich in deine Wahrheit zurück transformiert, in deinen göttlichen Auftrag dir auch wieder klar macht, warum du eigentlich hier bist. Je mehr man es tut, auch für sich selbst vielleicht dann nachher, wenn man es anwendet oder sich selber helfen kann, umso mehr kriegst du einfach eine Routine und ein, ja, vielleicht ein Selbst, wie soll man sagen, so ein Selbstverständnis für dieses Gefühl. Und dann geht es richtig dahin, ja. Und wie gesagt, wir könnten ja hier noch viel krasser irgendwie Zeugs versprechen, aber da sind wir zwei überhaupt nicht der Typ dazu. Nein, weil, ja, weil ich ja selber weiß, es sind Prozesse, die du ablegen musst. Es ist ein Prozess und wenn du jemanden eben irgendwas Schnippi-Schnappi-Wunderheilung versprichst, dann setzt du so einen Druck auf, dass der andere sich nachher wie ein Versager fühlt, wenn er die Wunderheilung nicht bekommen hat. Genau, alle anderen klappt es bloß bei mir wieder nicht. Genau, das ist das Allerschlimmste, was du auf diesem Weg der Heilung und der Transformation mitnehmen kannst. Diese Bewertung, wie gut oder wie weit du schon gekommen bist, oder bei mir wirkt es nicht, bei den anderen wirkt es. Darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht tatsächlich um Transformation und die festzustellen, jedes Mal. Und wenn du weißt, wie der Umkehrschluss war, also wie lange es gedauert hat, da zu sein, wo du bist, also mit deinem normalen Menschendasein, das hat ja auch, das war ja auch nicht von heute noch, von jetzt bis, sondern es war ja auch ein Prozess. Es muss nicht so lang gehen, aber es ist einfach, ja,
Man darf ein bisschen Gelassenheit da reinnehmen, würde ich sagen. Und ich finde es halt nach wie vor wirklich, wirklich wichtig zu erkennen, was da alles in uns ist und auch in Bezug auf Geld, ja, wirklich diese ganze Geschichte und diese ganze Story und von Geld und alles gehört auch dazu und ja, Beziehungen und Job und Berufung und all diese, sag ich mal, ich muss noch, ich habe noch nicht, ich muss noch hier, ich habe noch hier und da bin ich noch nicht gut und so weiter. Ich habe das Gefühl, je schneller du einfach das akzeptierst, dass du ein göttliches Wesen bist und dass du nach göttlichen Regeln und göttlichen Gesetzen leben darfst, desto freier wirst du halt von diesem ganzen entspannter. Mindfuck, ja. Und wir haben gestern noch, vielleicht zum Abschluss, gell, wir haben drüber geredet, wir haben beide waren an der Uni und haben uns beide eigentlich um nichts geschert, gell? Ja, wir hatten eine gute Zeit an der Uni. Geschert, keine Sorgen gehabt. Immer Geld für alle Wünsche. Ich war in Amerika. Jedes Jahr von meinem Studium war ich 4, 6, 8 Wochen in Amerika. Ich habe alleine eine Wohnung gehabt. Ich habe immer Geld gehabt. Ja, ich hatte auch immer Geld, komischerweise. Aber ich meine, ich habe schon auch gearbeitet, aber trotzdem. Ja, ich habe Promotions gemacht und so weiter und so fort. Irgendwie war das ganz leicht in der Zeit, da dran zu kommen, genau. Das war eine Entscheidung, klar, Semesterferien, ich Amerika, was brauche ich Kohle? Her. Zack, das war immer da, jedes Jahr war es da. Aber das war deswegen, und das ist das Credo von dem, was wir gestern gemerkt haben, wir waren tiefenentspannt in dieser Zeit. Und dann war das wurscht. Keine Kinder, kein sonst irgendwas, keine Ahnung, völlig wurscht. Ja. Wir sind auch mal an Gardasee gefahren, hatten kein Hotel und hatten keine Kohle. Da hat sich Gott um uns gekümmert. Oder dieser Teil von uns. Gut. Dieser Teil von uns. Ja, genau. Und das dürfen wir alle, glaube ich, auch wieder uns wieder dran erinnern. Ich glaube, jeder hatte mal so eine Zeit in seinem Leben, wo er komplett gänzlich unbeschwert war. Und wo wir nachher die ganze Verantwortung und die ganzen Packungen, die uns da entgegengebracht worden sind, einfach mal schön angenommen haben. Genau. Und wenn es damals ging, eben. Warum soll es jetzt nicht gehen? Es ist egal, ob du, sag ich mal, im Studentenlevel deine Freiheit lebst oder auf einem Millionärslevel. Es ist den Energien ist es völlig egal. Ja. Ich entscheide, wie viel Geld für mich ist. Ja. Ich entscheide. Das ist das Grundlegende. Ich entscheide. Und wir trauen uns halt so oft nicht zu entscheiden. Aber dem Göttlichen ist es wurscht. Das urteilt dich eben nicht ab, wenn du eine Entscheidung triffst. Wenn du entscheidest, du möchtest aber so haben, möchtest nicht so viel arbeiten, möchtest nicht so viel Stress, alles klar, du entscheidest. Aber ich muss so viel und hier und der will von mir und hier bin ich die ganze Zeit am Telefon und das muss gemacht werden und. Okay, du entscheidest. Das ist eben der Punkt, du kriegst immer recht. Du hast immer recht und ich kann nicht und alles ist zu anstrengend für mich und mein Körper macht es nicht und ich bin zu müde. Okay? So it is. Genau, deswegen. Ja. Also, überlegt euch, wofür ihr euch alles entscheiden wollt im Leben. Wir haben ein Tool, das ist die Ausbildung zum Divine Healing. Wir haben noch ein kleineres Tool, das sind die Anwendungen zum Divine Healing, zum Einsteigen, aber ganz groß zu empfehlen. Ich meine, du kannst jeden Tag zum Essen gehen, aber schlauer wärst, du lernst selber gut zu kochen. So ungefähr so, geht ungefähr so in die Richtung. Beides, einmal essen gehen, dann wieder kochen, genau. Genau, und wenn du essen gehen und kochen willst, dann bist du in der Divine die Healing Community nämlich herzlich willkommen, weil da kannst du nämlich essen gehen und kochen mit uns zusammen und es macht riesengroßen Spaß, eigentlich, oder? Genau, es ist auf jeden Fall ein Weg, den man wählen kann, genau. Also, tschüssi! Ciao!